Ja, hallo liebe Freunde. Schön, dass ich euch wieder auf meinen Kanal begrüßen kann. Heute stelle ich euch einen weiteren Vertreter der Key-Serie von Aoki und zwar zu Earbuds vor. Zunächst erstmal die technischen Spezifikationen. Da fällt auf, dass das Ding leider keinen ABTX-Standard beherrscht, aber dafür natürlich AAC. Hier fällt auf, ein toller Frequenzgang, der nutzt natürlich fast überhaupt nichts, weil ja meistens die hohe Kompression das Klangbild ziemlich verzerrt. Aber das werden wir noch im weiteren Versuchen festzustellen. Ja, liebe Freunde, hier zunächst erstmal ein wenig ein Unboxing. Das sind die beiden Vertreter, die Aoki jetzt mal schon auf den Markt bringt, sind hochpreisige Earbuds. Wir wollen uns heute mit den EPB60 beschäftigen. Ist eine sehr solide Verpackung, sieht natürlich irgendwie gut aus. Aoki-typisch gut beschriftet, ganz klarer Inhalt. Hier ein sehr stabiler Karton. Das Auspacken macht richtig Spaß, würde ich sagen. Mal sehen, ob die Qualität des Earbuds damit Schritt halten kann. Es kommen natürlich Aoki-typische Elemente mit. Die Bedienungsanleitung ist natürlich auch in Deutsch verständlich geschrieben und auch ein Quick Guide kommt mit und für Aoki typisch auch eine Garantiekarte. Ja, legen wir das uns erstmal parat und schauen einfach, was da mitkommt. Ziemlich komplett, das muss ich nicht kommentieren. Vielleicht als Hinweis, es sind noch zwei zusätzliche Ohrclips dabei. Die sind leicht in der Größe variiert. Ja, auffällig ist ein USB Typ C Aufladestecker. Ich weiß nicht, was das soll, liebe Freunde. Da gibt es überhaupt keine Vorteile, zumindest nicht bei diesem Headset. Aber man folgt dem Trend des Smartphones. Ja, das ist kein Froschmaul, da kommt auch ein Behälter mit, in dem man all das, was ihr gerade gesehen habt, locker verstauen kann. Das ist die Bedienung. Interessant ist, dass es eine Magnethaftung der beiden Hörer gibt, die das Gerät auch ein- und abschaltet. Das ist ein nettes Gimmick. Hier mal diesen Ohrstöpsel abgenommen mit einem Blick auf den Treiber. Das ist also ja das neudeutsche Wort für den Hörer. Hier seht ihr, schützt man sogar das Design mit einer Folie. Das ist die Bedienung. Dahin haben wir das Mikrofon. Es gibt natürlich auch einen Ladeeingang, der wassergeschützt ist, also spritzwassergeschützt ist. Aber ja gesagt, das ist Typ C USB. Zuverlässig, aber eben vielleicht nicht unbedingt notwendig. Aber das ist nicht das Highlight des Hörers, sondern das Highlight ist eher mehr das Design und die Magnethaftung, liebe Freunde. Auch der Ohrclips hat eine Öffnung, damit die Geräuschdämpfung auch den Hörer erreicht. Natürlich kann man das Nackenband auch ein wenig in der Länge kürzen mit dieser kleinen Spange, die man verschieben kann. Ja, das ist dieses Froschmaul, also dieser Silikonbehälter, natürlich vorbildlich gekennzeichnet. Und jetzt, liebe Freunde, das Pairing. Wir haben ja hier Bluetooth 5.0, da gibt es also auch keine Besonderheiten beim Paaren. Zunächst trennt man die beiden Hörer, damit wird das Ding eingeschaltet, ist im Pairing-Mode. Nach einer Weile findet auch das zu koppelnde Gerät genau den Hörer, man tippt das an und schon ist es gekoppelt. Interessant ist, wie, welche Protokolle stehen zur Verfügung. Es wird das 265 Kilobit AAC erscheinen, also wenn das Smartphone das bei euch beherrscht, HD Audio AAC. Das ist also ein Qualitätsmerkmal. Allerdings, liebe Freunde, ich sag's mal schon so, ich habe noch nie Bluetooth-Hörer gehört, die brillante Tonqualität haben, auch da macht dieser keine Ausnahme. Man kann mit der Fernbedienung natürlich auch die Lautstärke steuern, man kann vorwärts und rückwärts kippen und man kann auch Telefonanrufe ablehnen bzw. annehmen.
Ja, wie gesagt, das Verbinden oder Trennen dieser beiden Magnetclips schaltet das Gerät ein oder ab. Kann man hier gut erkennen. Liebe Freunde, hier ein Tragebeispiel. Das hat mir gefallen und was hat mir nicht gefallen? Also das Design hat mir gefallen, die Verarbeitung ist gut, der Tragekomfort ist gut, Links- und Rechtskennzeichnung kann man erkennen, wenn auch schwach. Aber die Klangqualität hat mich persönlich nicht überzeugen können. Aber das liegt wohl eher prinzipbedingt an der Wireless-Übertragung des Tons. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.